spitze Abzweigung in den Weg zum Torrentekrenner. Ins Tal des Torrentekrenner.
Weg über einen Zufluss des Torrente Grenna. Abzweigung am südlichsten Punkt der Schleife. Qual der Wahl. Links steile Rampe, rechts holpriger Pfad. Ab der Serpentine ist der Pfad wieder gut befahrbar.
zur Maultierküste. Variantenwahl. Links Straße, rechts geht's zum Single. Der Trail ist teilweise stark zugewachsen mit tief hängenden Zweigen. Thank you.
Piste nach Bagnaria. Die Piste ist teilweise stark ausgewaschen mit dicken Spurrinnen. Einzweigung in Radweg nach Ponte Nizza. Endlich erreichen wir unseren Parkplatz in Ponte Nizza.